Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier aus Doktorchens Keller. Was genau ist eine Frequenzmodulation und wer moduliert da wen? Das schauen wir uns in dieser Folge an. Ich habe für euch hier einen kleinen Aufbau aufgebaut. Das Oszilloskop kennen wir noch aus dem letzten Video. Wir sehen, es zeigt eine Frequenz an. Aktuell wird da auch noch nichts moduliert. Das ist im Grunde unsere Trägerfrequenz, der sogenannte Carrier. Jetzt fangen wir mal an, den zu modulieren. In der Tonhöhe. Wir hören, er wird jetzt höher und tiefer. Aktuell kann ich dieser Tonhöhenänderung mit meinem Gehör noch problemlos folgen. Ihr auch. Ist es aber schnell genug, kann das Gehör dem eben nicht mehr folgen und es entsteht eine neue Klangfarbe. Wir sehen jetzt auch, anhand dieser kleinen Spitzen hier, wir haben deutlich mehr Töne als nur einen. Das heißt, es sind Obertöne hinzugekommen, sprich, wir haben einen anderen Klang. Und wir können hier auch sehr schön sehen, wie sich letzten Endes das verändert. Was wir dabei sehen können, ist, dass die Amplitude dieser Frequenz gleich bleibt. Ich ziehe die Modulation nochmal ab. Das heißt, hier dieser Abstand ist letzten Endes gleich, das ist die Amplitude. Ändern tut sich nur der Abstand hier dazwischen. Hier ist er sehr gleichmäßig und hier ist er einmal ziemlich groß und hier ziemlich klein. Und das ist das Grundprinzip der Frequenzmodulation. Die Frequenz, die wir direkt hören, habe ich gerade schon gesagt, heißt Carrier und die andere Modulator. Wir könnten jetzt unsere Carrier-Frequenz auch noch mit einem weiteren Signal füttern, nämlich dass die Tonhöhe verändert. Auch das probieren wir mal. Frequenzmodulationen gibt es jetzt nicht nur als Syntheseart, wie wir es jetzt hier haben, sondern findet in verschiedenen Bereichen Anwendung. Also, dass ich letzten Endes auf eine Frequenz eine zweite aufmoduliere. Der ein oder andere, die Älteren unter euch erinnern sich, an FM-Radio, ist tatsächlich nichts anderes. Ich habe eine Trägerfrequenz, allerdings wesentlich höher als hier, und das eigentliche Audiosignal wird auf diese Trägerfrequenz aufmoduliert. Bei Synthesizern kam die Frequenzmodulation tatsächlich erst mit den digitalen Synthesizern auf. Das hier ist jetzt rein analog, also ich kann Frequenzmodulation analog machen. Ich habe jetzt einen Carrier und einen Modulator. Spannend wird die ganze Sache aber erst, wenn ich mehrere dieser Operatoren zusammenschalte. Einer der bekanntesten FM-Synthesizer ist der Yamaha DX7, der arbeitet mit 6 Operatoren. Und dabei muss das nicht ein Carrier und 5 Modulatoren sein, sondern das kann ich beliebig zusammenschalten. Wenn euch das interessiert, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann mache ich auch gerne dazu mal noch ein separates Video. Ich habe zwar keinen DX7, aber einen Korg Volca FM2, an dem kann man das auch sehr gut nachvollziehen. Das war es tatsächlich auch schon wieder in aller Kürze zum Thema FM. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt bitte einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, drückt die Glocke, ihr kennt das Spiel, damit ihr das nächste Video nächste Woche nicht verpasst. In diesem Sinne bleibt mir nur, wie immer zu wünschen, gehabt euch wohl.